Kramox. Das Kramox? Da war es drin davon. Ja, das kannst du auch gerne haben. Oh, ist cool. Dann, danke. Okay, rippen wir einfach mal die Box, würde ich sagen. Die wollte ich eigentlich zulassen, aber die kam irgendwie ein bisschen damaged aus dem Store. Hat irgendwie hier oben schon so eine ekelhafte Macke drin und da unten stehen die Ecken ab, ne? Da sieht man, warte mal, wie muss ich es drehen? So, ja, sieht man. Nicht verdreht. Die Ecke ist schon kaputt. Die Box hat Knicke, ne? Da sind auch irgendwie Knicke drin, sieht man jetzt auch ein bisschen nur da oben. Aber egal, ich hab sie und wir machen sie jetzt einfach auf, würde ich sagen. Möchtest du? Nee, ich dachte, ich kann das so machen, glaube ich. Tipp, was man mit der Karte machen kann, wäre cool. Vielleicht kennt sich ja da mit einer aus. Ich hab keine Ahnung. Oder sagen nur Deko. Nee, die haben auch im Spiel tatsächlich, glaube ich, irgendeine Funktion. Ich hab keine Ahnung, aber ich, vielleicht weiß es ja jemand im Chat. Man kann ja mal nachfragen. Chat weiß meistens immer sehr viel. Zenit. Ich mag Zenit der Königin ist halt auch ein saugeiles Set. Es gibt so schöne Karten da drin. Also ich hätte auf jeden Fall gerne das Innovatec und das Marktband. Ja, die sahen cool aus. Das, ja das wäre richtig nice. Ich würde mich darüber sehr freuen. Weil ich einfach ein Marktband und Elevoltec Deck habe. Ja, Zenit der Königin. Das ist schon ein ziemlich geiles Set. Wo ist das hinlegen? Da oben. Wir legen es da oben hin. Man managt mal so einen Boden Lolas weg. Ja, die Promokarten. Eine riesenrege Lieblingskarte. Also das solltet ihr sehen jetzt, ne? Die ist ja groß. Man müsste eigentlich mal ein ganzes Deck aus diesen riesen Karten machen. Das wäre schon lustig. Ja, in Japan sind ja, glaube ich, sehr beliebt, diese Karten. Ich fände es jetzt tatsächlich ein bisschen blöd, allein diese Deckgröße dann zu mischen. Ich stehe voll auf 6 Karten von denen auf der Hand oder 10 oder so. Das wäre natürlich schon brachial, ne? So ein Riesenhand. Aber als Gag wäre es halt einfach lustig. Ich spiele Regiliki mit 2 Händen. Weil es halt einfach so riesig ist, Mann. Dann müssen wir zu Hologramm wie bei Yu-Gi-Oh! Dass er so rauskommt, das wäre auch cool. Hat ja einer nachgebaut für Yu-Gi-Oh! So ein Holo-Deck. Wo einfach die Monster einfach dargestellt werden. Okay. Ich hab immer gesehen, recht cool aus. Oh, was eine miese Printline. Die einmal quer durchs ganze Bild geht. Oh, total. Aber eine richtig mies beschissene Printline, Alter. Das ist übel. Schweren, zurückgeben. Das ist echt hart. Ich weiß nicht, sieht man die hier drin? Die sollte man vielleicht sogar von der Qualität her. Auch an dem Video. Ja, aber nee, irgendwie nicht. Ich glaube, das ist meine Kamera nie gut genug dafür. Nee. Na egal, auf jeden Fall. Das ist echt. Zumal sie fokussiert halt auch einfach nicht. Eine beschissene Printlines da drin. Egal, wir nicht. Die Dinger scheinen aber notorisch für sowas zu sein. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesehen, dass sich die Leute beschweren, dass die Karten aus den Decks irgendwie komisch sind. Die werden immer beschissener, Alter. Die sind beschissen ausgestampft. Sie haben Printlines. Weiß nicht. Angekaut. Ja, nicht unbedingt, aber die Ecken so angeditscht. Ja, das ist sehr, sehr schade. Allein hätte ich mehrere Decks gekauft, damit jede Karte einmal schön ist, weil nur die Mitte in Ordnung war. Hier ein Starterdeck. Zieh eins. Okay. Zieh den Hund. Okay, ja, die haben leider. Also, der König hat nur einen. Von den. Ja. Können die ja mal ganz normal den Anfang aufmachen. Ich bin wirklich gespannt, was hier rauskommt, weil ich finde sehr, sehr viele Karten aus dem Set. Sehr, 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 sehr schön und die lassen sich auch viel cooler öffnen. Die sind auf jeden Fall stabiler wie die anderen, aber ich ziehe ja halt trotzdem nicht auf. Es könnte an mir liegen, ich weiß nicht. Können ja mal so lassen, wie sie sind und dann einfach gleichzeitig durchskippen. Ich hab's gleich. Oh, ich will nicht spoilern, aber ich glaube, hier ist was drin, ne? Wollen wir da 4 nach vorne? Können wir machen, wenn du magst. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber dann die Allergie. Ich sag, ich hab Wasser. Ich sag, ich hab eine Pflanzenenergie. Okay. Beide nicht. Okay, ja. Eine Rettungsbox. Ich starte mit einem Stollrack. Wollen auch Sinn, und die ist verdammt gut. Die 3 Karten. Kennst du Ruki? Keine Ahnung. Georock, hast du als nächstes? Ein Duplo. Das ist aber geil. Das ist ja super. Ein Galamauti. Ja. Wobei? Balmer. Energie zu gewinnen, was kann die? Nimm bis zu 2 Wasser-Energiekarten aus deinem Ablagestapel. Oh, praktisch. Das ist ziemlich gut sogar, ja. Balmer. Wie Molga. Linux. Ja, beide waren süße. Oh, wie süß ist das jetzt wahrscheinlich auch. Ich kenne mal so gut. Ja, diesen Keks noch daneben. Ja, Liebesco.
Ignivor, was auch immer ein Ignivor ist. Geil! Slimbrim. Also mal hier, dann mal. Nice, Alter. Die Marmorierung ist halt auch richtig schön. Ja. Also mal hier. Der Wind der Woche. Ist halt sogar auch eine Altart, deine... wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab Rahmhaut für dein Ignivor. Geil. Das Mirablas halt auch sehr. Das ist voll putzig. Regigigas Biester. Pets. Die haben ja schon mehr gegönnt. Pets. Ziemlich, ziemlich nice. Und ein Luxra dahinter. Geil. Okay, zwei Packs, zwei Hits. Regigigi ist auch cool. Ziemlich nice, muss ich sagen. Hat der auf dem Rücken eine ganze Insel? Keine Ahnung, sieht so aus, ja. Ja, ja, so ein ja, man sieht es leider nicht ganz so geil. ja, schade. Regigigi, erstmal deinen auf Atlas. Hat den ganze Welt auf seinem Rücken. Oder wenigstens die ja. Insel. Aber das ist doch schon mal was. An Regigigas. Ich ärgere mich gerade sehr, dass ich keine Höhlen mitgenommen habe. Der jetzt da drin. Ich glaube, ich habe noch ein paar Evoli-Höhlen bei mir im Ding drin. Klaue einfach zwei, drei Karten aus meinem Deck oder so. Vielleicht. Ach, warte mal, ich habe doch Höhlen. In meiner Deckbox vielleicht noch welche drin. Das können wir erstmal zur Seite packen. Ich habe doch dieses Ding hier, da kann ich einfach zwei, drei nicht so geile Karten rausmachen und. Da hatte ich einfach auch so vier so Höhlen. Ich habe die ein bisschen angeknickt. Ja, natürlich. Muss ja lohnen. Wir haben Aufkommen, das können wir wieder durcheinander machen. Ja, so ungefähr. Also einmal eine Hülle. Jetzt kommen wir hier noch eine raus. Ja, du hast sie in der Hülle. Ja, genau. Okay. So ungefähr. Ist auch echt schön. Ich hab gerade gelesen, Gigi, ich hab's gar nicht gehört, auf einmal fängt an zu schreien. Jetzt, was war das aber jetzt? Ein Sound Alert, das kann man machen über. Ich hab jetzt über Punkte, ja. Wenn du zuguckst, kriegst du Punkte und dann kannst du so Sound Alert-Dinger starten. Ah. Ich hab's gerade gelesen, Leute, ich hab's gar nicht gehört in dem Moment, ich schrei da los. Okay, cool. Die Hülle ist aber schon ziemlich, ziemlich, ziemlich bescheuert. Wenn wir die schöne Hülle haben. Ich hab die Desktop-Audio aus. Ich glaube, das haben die gar nicht gehört. Oder über das Mikrofon. Habt ihr das gehört? Ja, das funktioniert. Ich habe nicht den Desktop-Audio ausgemacht. Wenn wir nur das Mikrofon und keine Kopfhörer haben. Ja, auch sehr schön irgendwie. Sehr schön an die Farbe so. Auch hier hinten, dass man das so extra sieht, ne? Wird auch schon krass. Jetzt hat das einen Atompilz da hinten, aber da fehlt der Pilz. Ein Atompilz. Atompilz. Ja, egal. Ja, habe ich erst ein bisschen verguckt. Ein Atompilz. Auch ein bisschen. Geil. Hätte ja sein können. Oh, die dicken Hüllen hier. Na ja, gut. Links oder rechts? Nimm links. Bitteschön. Wollen wir das wieder gleichzeitig machen? Oder? Ah, hast du es gehört? Okay, dann hat es funktioniert. Dann hört ihr auch die Musik so ein bisschen. Ja, jetzt ich fand kaputt, dann kann ich noch ganz kaputt machen. Ja, die auch kaputt. Wir haben von Timo schon mal. So. Ja. 1, 2, 3, 4. Ich bleib bei Wasser. Was ist denn das, Alter? Also sowas wie das also, habe ich schon seit langem nicht mehr aus dem Pack geholt. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt seht, aber das ist schon sehr mies. Die Karte ist jetzt schon da. Man sieht sogar mit deiner Qualität, dass die Karte unten sowas von im Arsch ist. Das ist endlich an die Karte? Hier oben, wir haben gerade noch drüber gesprochen, dass die Qualität so beschissen wird, Alter. Hier oben sind auch irgendwelche Macken drin, ey. Nein, ja. Die 18 Alternativen oder sowas, keine Ahnung. Und ja, ich habe eine Zitrone. Dunkel. Okay, wir sind dann schon mal ähnlich. Ich habe einen Georock. Den hatten wir eben schon. Du hast da was drin sogar. Das Boll ist schon wieder da hinten. Oh, sorry. Aber egal. Pokémon-Fänger, der ist verdammt geil. Der ist ziemlich gut. Ja, darfst du Münze werfen und bei Kopf darfst du das aktive Pokémon deines Gegners gegen eins deiner Wahl austauschen. Oh, das war eine Bank. Du kannst geil. Leute echt ärgern. Mhm. Ja, aber den kennst du gut genommen. Ah, aber das ist cool. Auch so ein komisches. Ich finde das cool. Ja, das ist cool, aber es ist komisch irgendwie. Ich weiß auch ich habe ewig gebraucht, dass viele im Spiel kannst du nur die weiblichen weiterentwickeln. Ich habe es ewig nicht gewusst. Ich habe ein männliches und mich gewundert, warum mein Viech irgendwie nicht größer wird. Okay, wusste ich jetzt auch nicht. Bin ich dann irgendwann mal gegoogelt. Ich kenne mich auch mit meinem Pokémon einfach nicht aus. Das ist so krank. Ja, hat man eben Pantimos? So ein Doppelmo. Spongebob. Hebst raus. Oh, das ist süß.
Pizza! Okay, wenn du dein Deck nach einer Basis an die Zeige von deinem Gegner nehmen, sie anstehen auf der Hand, mischen dein Deck anstehen. Okay, das ist gar nicht verkehrt. Oh, ich hab die Forschung! Ich hab die Forschung, ist auch ein schönes Artwork. Sie kurze. Gladrianti als Reverse und ein Grinchita V. Nice. Das gab's aber in dem Artwork auch schon mal in einem anderen Set. Ja? Glaube schon. Und. Oh, ich habe keinen Hit mehr. Aber 3 von 4 ist doch auch gut. Ja, 3 Hits aus 4 Packs ist auf jeden Fall eine gute Quote. Vor allem 2 Pullards. Ich glaube, das sind sogar Alternativen. Ja. Aber geil. Bei denen finde ich gut. Ja, hat was. Hat auf jeden Fall was. Wäre jetzt auch gut. Pizza. Den Stamm. Oh mein Gott. Schade, ich wollte unbedingt so unbedingt einen Edelvoltik und einen Markband. Hat nicht sollen sein. Die sind zwar eigentlich sowas von nichts wert, aber die sind einfach. Passt halt für dein Deck. Ja. Ich will die mein Deck haben. Ich möchte die einfach nur mein Deck haben, aber. Ich will ja jemand tauschen. Also Pokémon Company, wenn ihr das seht, Mann, was ihr hier raushaut an Kartenqualität, es ist so räudig. Es ist so räudig, was ihr raushaut, wirklich. Qualitäts- ja, einen bösen Brief. Wieder hält der Steine bei Lego ständig. Ja, guck dir diese Karten an. Ja, guck dir das doch mal an. Da. Nein, du merkst es richtig. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer, sich so eine Karte zu drucken, ohne dass sie komplett zerditscht ist. Es sind überall krasse Kratzer hier oben schon drin. Das ist einfach. Es ist so teuer, weißt du? Ja. Dann gibt es so viel Geld aus irgendwie mittlerweile. Das ist so teuer geworden. Schade. Schade, dass die Qualität so kaputt geht. Aber naja. Geht die Wertigkeit natürlich auch wieder bei den Karten, die im guten Zustand sind. Auch wenn es mal wirklich sehr ärgerlich ist. So ja, er muss aber halt auch noch mehr Glück haben, dass du eine gute Karte kriegst. Holst halt so ein Scheißdeck da raus, die dann so kaputt sind schon, leider Gottes. Brauchst du hierfür noch eine Hülle? Aber ich fand die Hits ganz cool. Also, ja, ich mach die hier in so eine Hülle rein. Weil die geht tatsächlich. Die auch schon wieder hier hinten so komisch.